Beat besteht darauf. Du hast meine Burg zerstört und meine Seele gefressen, du bist Kerl. Ich will wissen, was du vorhast. Ich möchte dich davon abhalten, noch mehr Schaden anzurichten. Ich will wissen, was du vorhast. Would like to know the gods' designs. Why is it so important to you? Viele Gestandene nur zu gerne die Pläne der Götter erfahren. Da fehlt ein Wort, oder? Warum ist das für dich so wichtig? Wenn ich Berat berichten kann, was ihr vorhabt, habe ich das Lösegeld für meine Beseele bezahlt. Als ihr das letzte Mal erschienen seid, kündigte es den Tod von Tausenden an. Zuerst antwortet er nicht. Aber es gibt ein Wavering von dem Licht in ihm. Ein momentary Dimming, das dir erlaubt, die Souls in der Audra klar zu sehen. Zuerst reagiert er nicht, doch dann geschieht etwas mit dem Licht in ihm. Es schwächt sich vorübergehend ab, sodass du ganz deutlich die Seelen im Audra sehen kannst. Ich habe nie Violence oder Tod gesucht. But Margrin and the Hand Occult have ensured that the world believes the madman Widwin tried to destroy the Deerwood and everyone in it. Ich habe es niemals auf Gewalt oder Tod angelegt, aber Margrin und die okkulte Hand haben dafür gesorgt, dass die Welt glaubt, der verrückte Widwin hätte versucht, den Deerwood und alles darin zu zerstören. In truth, a war was what I desired, but not one of violence. I sought a war of conscience. In Wahrheit ging es mir tatsächlich um einen Krieg, aber keinen aus Gewalt geboren. Ich wollte einen Krieg des Gewissens. If people saw that the ruins so faithfully guarded by the Glanfathans were nothing more than machines, machines the Angwithans had used to turn themselves into gods, what could that mean? Wenn die Menschen sehen könnten, dass die von den Glanfathans so sorgfältig bewachten Ruinen nichts anderes als Maschinen, mit deren Hilfe die Angwithanianer sich in Götter verwandelt haben, nichts anderes als Maschinen sind, mit denen derer Hilfe die Angwithaner sich in Götter verwandelt haben. Wozu würde das wohl führen? Aethys becomes silent. You can sense his presence advancing back along the cord between you. His energy flows over your hand. Tendrils of light probing into the air around you. They poke and prod at the silent lost souls hovering in your vicinity. Eotas verfällt in Schweigen. Du kannst spüren, wie seine Anwesenheit über die Verbindung zwischen euch beiden erneut vordringt. Seine Energie stürmt über deine Hand und überall in der Luft um dich herum winden sich schmale Ranken aus Licht. Sie untersuchen die stummen, verlorenen Seelen, die sie in deiner Nähe aufhalten, stoßen sie an, stochern in ihnen herum. You are in a unique position. In spite of the work of the Leaden Key and Hand Occult, you have seen through our facade. You know the God's true nature. Du befindest dich in einer einzigartigen Lage. Trotz der Arbeit des brennenden Schlüssels und der okkulten Hand hast du unsere Fassade durchschaut. Du kennst die wahre Natur der Götter. Without the benefit of your knowledge, few mortals would be willing to accept the true history of their gods. After all, we weren't. Ohne den Vorteil deines Wissens wären nur wenige Sterbliche bereit, die wahre Geschichte ihrer Götter zu akzeptieren. Wir waren es schließlich ebenfalls nicht. The last time I walked Aeora, I made a mistake in not revealing my true purpose. I believe you would understand it better than most. Als ich das letzte Mal auf Eora gewandelt bin, habe ich einen Fehler begangen. Ich habe den wahren Zweck meines Handelns nicht preisgegeben. Ich glaube, du wirst ihn besser verstehen als die meisten anderen. Nicken? Nun, worauf wartest du? Die Götter wollen Antworten hören. Ich fühle mich geehrt. Yes, I will tell you. But this is not the time. As I take this body farther from the lighthouse, the tether grows weaker, and I have already tarried too long. Ja, ich werde es dir sagen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Je weiter weg vom Leuchtturm ich diesen Körper bringe, desto schwächer wird die Verbindung. Und ich habe schon viel zu lange verweilt. Soon this link will unravel completely. If I have not reached my destination when that happens, I will need to pull more souls from your world. Bald wird diese Verbindung vollständig abreißen. Wenn ich mein Ziel nicht erreicht habe, ist das passiert, muss ich noch mehr Seelen aus der Welt ziehen. Nun, dann versuchen wir einfach, es zu verhindern. Wohin geht ihr? Ich werde euch dort treffen. Nehmen wir die Eins. I will do my best. Do yours, Watcher. Ich werde mein Bestes geben. Gib auch deines, Wächter. Die Edges of Aethys' massive form blur and dissolve. The huge figure retreats from you. As it moves, the tether begins to rapidly unravel. As Aethys speaks, his voice sounds garbled, fragmented and distant.
Die Kanten von Eotas massiger Gestalt beginnen zu verschwimmen und sich aufzulösen. Die gigantische Erscheinung weicht von dir zurück. Mit den Bewegungen der Gestalt beginnt sich die Verbindung rasch zu lösen. Als Eotas erneut spricht, klingt seine Stimme entstellt, bruchstückhaft und wie aus weiter Ferne. If you would know more, find me at the Ashen Maw in Margrin's Teeth. I must rest there before I begin my final work. When I leave that place, you will not be able to follow. Wenn du mehr wissen willst, finde mich im aschgrauen Rachen in Magras 10. Ich muss mich dort ausruhen, bevor ich den letzten Teil meiner Arbeit beginne. Wenn ich diesen Ort verlasse, wirst du mir nicht folgen können. Before I go, I should return some of this to you. I still have need of the great power of your soul, but I can spare you this portion. Bevor ich gebe, sollte ich dir etwas davon zurückgeben. Ich brauche noch immer die große Macht, die deine Seele besitzt, aber diesen Teil kann ich dir belassen. A pulse of energy moves back along the golden cord toward you. It feels familiar, comforting, even before it contacts you. Ein Energiestrom läuft durch das goldene Seil auf dich zu. Er fühlt sich vertraut und angenehm an, schon bevor er dich erreicht hat. The energy washes over you, flooding you with feelings and memories you had thought long forgotten. Until they settle back into the cracks of your soul. Die Energie fließt über dich hinweg und überflutet dich mit Gefühlen und Erinnerungen, die du für längst vergessen gehalten hattest, bis sie sich wieder in den Ritzen deiner Seele niederlassen. And then the tether and cord snap. Aethys's figure evaporating into dust that mingles with the endless gray expanse. Und da zerreißen je Seil und Verbindung. Eotas Gestalt löst sich in Staub auf, der sich mit der endlosen grauen Welt weite vermischt. Heat rushes over you, and the uncomfortable sensation of the Audra Pillar's presence cuts off. The gloom of the in-between is pierced by the light of the living world. You are back in the lighthouse, no longer dim. The luminous Audra beside you is filled with warmth and light. Hitze strömt über dich hinweg und das unangenehme Gefühl der Anwesenheit der Adran-Säule verschwindet. Die Düsternis des Zwischenreichs wird durchdrungen vom Licht der lebendigen Welt. Du bist zurück im Leuchtturm, der leuchtende Adra neben dir glimmt nicht länger nur schwach, sondern ist mit Wärme und Licht gefüllt. Ja, die Naga starren auf den leuchtenden Adra, ihre diamantenen Pupillen weit geöffnet. Sorgan wendet dir seinen Blick zu, sein Körper biegt sich zögerlich. Long have we kept peace with the sand-striped people. Wir haben lange den Frieden mit den Sandgestreiften aufrechterhalten. But then, the foreign ones came and spread, killed our people, built their hives everywhere. Aber dann kamen die Fremden und sie breiteten sich aus, töteten unser Volk, bauten über ihre Nester. Euer Volk hat uns nicht gerade willkommen geheißen. We were sure the Godwalker came to cast them out. That driving them away was a holy mission. Wir waren sicher, dass der Götterläufer gekommen ist, um sie zu vertreiben. Dass es eine heilige Mission sei, sie zu vertreiben. Neugierde und Betroffenheit flackern in seinen Augen. Was jetzt? Ein Gemetzel kann niemals eine heilige Mission sein. Weil sie euer Volk vernichtet und euer Land gestohlen haben, sie sehen alles anders. Die Götter haben größere Sorgen als eure Streitereien. Wir müssen lernen, miteinander zu leben. Es ergibt keinen Sinn, über den Willen der Götter zu sinnieren. Ihr sollt sie vertreiben, ihr habt sie nur noch nicht hart genug getroffen. Nein. Nehmen wir mal die zwei. You have never fought to defend something. Very fortunate. Or cowardly. Ihr habt nie dafür gekämpft, etwas zu verteidigen. Ihr habt Glück. Nein, ich habe viel verteidigt. Oder ihr seid feige. Sein Schwanz zuckt irritiert. I know not what this means, but our brethren should hear of it. Wir müssen gehen. Ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat, aber unsere Brüder und Schwestern sollten es hören. Not an option, Snake. But you were keeping count of how many good soldiers you fanged. Keine Chance, Schlange. Ich wette, ihr habt mitgezählt, wie viele gute Soldaten ihr mit euren Fähigkeiten gemeuchelt habt. Maya kneift die Augen zusammen und zieht ihre Waffe. Gedanken verloren reibt sich Soti mit dem Knöchel über das Kinn. Lass es gut sein, wie du willst, Maya. Und jetzt ist er uns etwas schuldig. Das ist nützlicher als Blut. Hier gab es schon zu viele Tote. Ihn zu töten würde sie nicht zurückbringen. Hier gab es schon zu viel Tod. Captain, Maya dreht sich zu dir, ihr rechtes Auge zuckt.
Rache wird die nicht retten, die ihr verloren habt, Soldat. Übertreibt es nicht, wir haben noch wichtige Kämpfe vor uns. Runter mit der Waffe. Kleiner Spaß, ihr könnt ein paar Schlangenlederhandschuhe gebrauchen. Dann nehmen wir mal die 1. Zähneknirschend sichert Maya ihre Waffe und nimmt Abstand. Die Hände ballt sie an ihren Hüften zu Fäusten. You show us something new today, Shuffler. Thank you for this. And for your mercy. Plus 1 Intellekt, Dauer abträglicher Effekte, Dauer zuträglicher Effekte ist bei euch gar nicht mal schlecht. Er verbeugt sich. Du hast uns heute etwas Neues gezeigt, Schürfer. Ich danke dir dafür. Und für deine Gnade. Bevor er geht, drückt er dir etwas in die Hand. What can I do? I'd be glad. Ja, lassen wir sie erstmal gehen. Schalten das Totem aus. Hätte ich einen Kampf mit denen gewollt, hätte ich das Totem früher ausschalten müssen. Geht das beides mal aufs Dach? Ja. Captain, a word? Auf ein Wort, Captain. Maya nickt, um deine Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, Maya? Did Ishii defecate in your favorite helmet or something? Was ist? Hat Ishii auf dein Lieblingshelm gekackt? You've spoken to Aethas, which means you know what we're up against. Du hast mit Aethas geredet. Was bedeutet, dass du weißt, womit wir es zu tun haben? If the fleet sailed up to him and fired every cannon at once, I imagine we'd have a fighting chance at taking a chip off his kneecap. Wenn wir die Flotte auf ihn zusteuern und alle Kanonen gleichzeitig abfeuern würde, dann kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht einen Splitter von seiner Kniescheibe abbrechen können. Er lässt sich nicht aufhalten, oder? Ich schließe eine unwahrscheinliche Lösung nicht aus. Ich folge nur Berats Anweisungen. Unser Weg wird sich mit der Zeit zeigen. Er sagt, dass wir ihn aufhalten müssen. Nicht alles kann mit Gewalt gelöst werden. Gewöhn dich daran, so erledigt man Dinge eben in diesem Winkel der Welt. Sie sollte eine Verspannung abzubauen und kreist mit den Schultern, während sie ihren Nacken knacken lässt. Ich glaube, es gibt einen bestimmten Appeal zu recognizing the inevitable. Wir müssen nicht unsere Breath versuchen, es zu stoppen. Ich schätze, es hat einen gewissen Reiz, das Unvermeidliche anzuerkennen. Wir müssen keine Zeit damit verschwenden, zu versuchen, es aufzuhalten. Willst du mir das näher erläutern? Es erinnerte mich an den ersten Schuss, mit dem ich tötete. Maya verschränkt ihre Arme. Darüber lächelt Zoti. Oh, das muss ich hören. There he stood, a pirate captain barking orders from the forecastle. Out of everyone's range but mine. Da stand er, der Piratenkapitän, brüllte Befehle vom Vorderdeck herunter. Niemand hatte ihn in Reichweite, niemand außer mir. Maya hält ihre Hand hoch, um einen entfernten Punkt anzuvisieren. The wind toyed with us. I took aim, never thinking I'd make the shot, but then I felt this awareness, like someone out there was aiming me. Der Wind hat mit uns gespielt. Ich habe gezielt, ohne jemals zu glauben, dass ich schießen würde, aber dann habe ich diese Aufmerksamkeit gespürt, als hätte jemand da draußen auf mich gezielt. A cannon blast took me by surprise. I squeezed off a shot, expecting it to fly wide, but the bullet took my target between his eyes. Kanonenfeuer überraschte mich. Dabei habe ich gerade so schießen können, aber ich hatte erwartet, dass es weit daneben geht. Und dann traf die Kugel mein Ziel genau zwischen die Augen. Sie zeichnet einen Kreis über ihre Augenbraue. I don't know if Barris kicked open a door or the Sky Mother held my hand, but that man was meant to die. Ich weiß nicht, ob Bera deine Tür eingetreten oder die Himmelsmutter meine Hand gehalten hat, aber dieser Mann musste sterben. I've got that same feeling now. Better or worse, I know that Aethas is meant to succeed. Es fühlt sich für mich genauso an, ob zum Guten oder zum Schlechten. Ich weiß, dass Aethas erfolgreich sein wird. Hast du jemals deine Karriere wahr hinterfragt? Die Zeit wird zeigen, ob es gut für uns ist, wenn Aethas bekommt, was er will. Danke für diese hilfreiche Erinnerung daran, wie unbedeutend ich bin. Nehmen wir die 1. I never planned to live by the gun. Wahl, eine witzige Bezeichnung. Ich hatte nie geplant, meine Pistole mein Leben bestimmen zu lassen. One day I put a bullet through a bronze Oa while the wrong Anui happened to be watching, and the rest was history. Eines Tages habe ich eine Kugel durch einen bronze Oa gejagt, während der Ranganui zusah, und der Rest ist Geschichte. I can still take pride in my work, if that's what you're asking. Ich kann immer noch Stolz für meine Arbeit empfinden, falls es das ist, was du wissen wolltest. Ja, die Zeit wird zeigen, ob es gut für uns ist, wenn Aethas bekommt, was er will. I didn't take the wind out of your sail. Whether or not we can change anything, at least we can say we were there. Hoffe, ich habe dir nicht den Wind aus den Segeln genommen. Egal, ob wir etwas ändern können oder nicht, immerhin können wir behaupten, da gewesen zu sein. That's more than most people get. Das ist mehr, als die meisten kriegen. Ja, lass uns verschwinden.
Fürs Erste. Lass uns speichern. Ah, das ist jetzt LP017, weil ich bin weit über der Zeit. Es gibt eine Zusatzfolge bei dieser Aufnahmesession schon. Das heißt, die nächste wird eine Folge kürzer vielleicht. Also, bis dann.